So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Werkstatt. In dieser Folge wird es um diese Dekopiersäge hinter mir gehen. Dazu habe ich ja bereits schon ein Video gemacht, wie ich die von alt auf neu trimme, restauriere sozusagen. Das Video verlinke ich euch hier oben mal. Heute wird es in dieser Folge darum gehen, wie man diese Dekopiersäge einstellt, wartet und auch dafür sorgt, dass sie noch weitere 50 Jahre ihre treuen Dienste leisten wird. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Grundsätzlich ist das hier eine Profimaschine, die dafür ausgelegt wurde, 8 Stunden am Tag durchgängig benutzt zu werden. Da gilt es natürlich auch einige Dinge zu beachten bei dieser Maschine, was die Wartung angeht. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich wichtiger Punkt, die Wartung. Und zwar gibt es hier 2 mir bekannte Stellen, die geölt werden müssen und auch immer ständig kontrolliert werden müssen, dass diese Teile auch geölt sind. Zum einen ist es hier oben. Dieser Kolben. Ich habe das in der Restauration dieser Maschine auch nochmal kurz erklärt, wofür dieser Kolben da ist. Ich erkläre es auch nochmal hier. Und zwar, dieser Kolben beinhaltet eine Feder. An dieser Feder ist das Sägeblatt eingespannt und diese Feder sorgt im Grunde dafür, dass das Sägeblatt wieder nach oben gezogen wird. Für das Runterziehen des Sägeblattes ist alleine ein Kolbenmotor zuständig. Der sitzt hier unterhalb der Maschine und zwar ist das dieses Gehäuseteil hier. Dieses Kurbelgehäuse, das hat hier unten auch ein Sichtfenster, in dem man sehen kann, wie der Ölstand ist. Der Ölstand, der muss auf jeden Fall immer so gewählt werden, dass das Fenster bei der Hälfte ungefähr mit Öl gefüllt ist. Ja, das ist die eine Stelle zu der Ölung. Die zweite ist, wie gesagt, hier dieser Kolben mit dieser Feder. Und hierzu geht man so vor, man zieht hier bei diesen Kolben oben ab. Da sieht man dann auch so eine Feder drin. Und hier tröpfelt man so ein paar Tropfen Öl rein. Nicht zu viel. Dass da halt ein bisschen Öl drin ist, dass dort drin auch die Schmierung stattfinden kann. Ich sag mal, wenn man sie jeden Tag nutzen würde, dann sollte man diesen Teil hier auf jeden Fall auch jeden Tag ölen. Diese Maschine ist so aufgebaut, dass sie im unteren Bereich eine Klappe hat, die man öffnen kann. Hinter dieser Klappe befindet sich zum einen der Motor und zum anderen hier dieses Kurbelgehäuse, wo das Sägeblatt auch eingespannt wird. Und was auch dazu dient, dass das Sägeblatt nach unten gezogen wird. Natürlich ist es wichtig, hier den Keilriemen immer gut auf Spannung zu halten, nicht zu straff und nicht zu weich. Also das ist ein gutes Mittelmaß, aber ich denke mal, jeder, der so eine Maschine hat, hat dann eine gewisse Erfahrung damit, wie so ein Keilriemen zu spannen ist. Ja, und dieser Arbeitstisch, der kann jeweils in die eine oder andere Richtung um 30 Grad geschwenkt werden, um hier auch schräge Schnitte zu machen. Dazu löst man hier im Grunde unten diesen Hebel und dann kann man auch anhand einer Skala, die sich dort befindet, hier die genaue Gradzahl einstellen, das Ganze festziehen. Und jetzt haben wir hier praktisch 30 Grad in die linke Richtung. Ich glaube, in der Regel braucht man wahrscheinlich 0 Grad. Das ist hier auch ziemlich exakt einzustellen. Des Weiteren hat diese Dekopiersäge auch noch die Besonderheit, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nicht genau weiß, ob das eine Besonderheit ist, weil ich bisher nur diese eine Dekopiersäge kenne. Ich kenne sonst keine. Aber bei der Dekopiersäge ist es so, dass man den Tisch auch in der Höhe verstellen kann. Dazu gibt es hier einen Feststellhebel und damit kann man diesen kompletten Tisch lösen und in der gewünschten Höhe festziehen. Ob man das auch wirklich häufig benötigt, kann ich momentan überhaupt gar nicht beurteilen. Ich muss das einfach mir mal anschauen, ob ich das brauche. Aber in der Regel, glaube ich, nutzt man die unterste Stellung und das reicht für die meisten Teile mit Sicherheit aus. Ja, wer bei dieser Dekopiersäge hier noch viel Hightech sucht, der wird da nicht fündig werden. Das ist alles ganz, ganz schlicht aufgebaut. Es gibt hier im Grunde nur einen An-Ausschalter, aber ich glaube, das ist bei anderen Dekopiersägen auch so. Es gibt hier ein Licht, das dabei ist. Leider ist die momentan defekt. Das Problem ist, dass diese Dekopiersäge relativ stark vibriert, wenn man sie anschaltet und wenn diese Dekopiersäge nicht an der Werkbank befestigt ist. Und dadurch ist mir hier die Birne kaputt gegangen. Diese kleinen Fäden, die da drin sind, die sind durch die Vibration einfach abgerissen. Es gibt hier einen Hebel, der gelöst werden kann. Dadurch kann hier dieser Führungsbolzen bewegt werden.
Es gibt hier oben noch eine Feststellmuffe, wofür die ist, zeige ich auch gleich. Und hier gibt es auch noch ein Feststellrad, um dieses Rohr in der Höhe verstellen zu können. Und dieses Rohr ist im Grunde nur dafür da, um den Luftdruck, der hier in diesem Führungsbolzen entsteht, durch den Kolben, der immer hin und her fährt, hier rüber nach unten zu transportieren und am Ende hier unten bei dem Sägeblatt rauszuführen. Das Teil ist dafür da, dass, wenn hier gesägt wird, das Ganze hier die Späne wegbläst, dass man auch schön die Führungslinien sehen kann, die man sich gegebenenfalls vorher aufgezeichnet hat. Ja, und diese Sägeblattführung hier, die ist auch ganz, ganz simpel aufgebaut. Hier sind so zwei Scheiben eingespannt, die beweglich sind. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da kann man hier diesen Hebel nach links und rechts ein bisschen verdrehen, um das Sägeblatt ein bisschen einzustellen. Aber das war's dann auch schon. So, in diesem Schritt möchte ich jetzt zeigen, wie man ein Sägeblatt einspannt. Dadurch, dass das hier alles ziemlich verdeckt ist, kann ich das sehr schlecht filmen, deswegen werde ich jetzt erstmal den Tisch abbauen. Und zwar gibt es einige Dinge zu beachten, wenn man so ein Sägeblatt einspannt. Zum einen muss man dafür sorgen, dass dieser Kolben hier an oberster Stellung steht. Wenn das gemacht ist, spanne ich mir hier das Sägeblatt ein, erstmal unten. Anschließend löse ich hier dieses Rad, um diesen Federbolzen nach oben zu holen. Sobald der Federkolben hier die gewünschte Höhe hat, spanne ich hier auch das Sägeblatt oben fest. Und jetzt mache ich es ganz einfach. Ich ziehe diesen Kolben nach oben, ungefähr so um 8, 9, 10 mm und spanne dann hier diese Muffe fest und spanne anschließend hier diesen Hebel fest. Was dadurch jetzt erreicht wurde, ist, dass jetzt dieser Federkolben festgespannt ist. In diesem Federkolben befindet sich ja ein Bolzen, der mit einer Feder befestigt ist. Ich habe jetzt hier die höchste Stellung im Kolben immer noch drin. Wenn sich jetzt der Motor bewegt, dann fährt diese Feder raus. Diese Feder ist ja immer auf Zug, zieht sozusagen immer das Sägeblatt nach oben und der untere Kolben, dieses Kurbelgehäuse, zieht ja das Sägeblatt nach unten. Und dadurch erhält man hier eine saubere Auf- und Abwärtsbewegung. Es gibt noch eine Sache bei einem Sägeblatt, was man beachten sollte beim Einspannen, dass man es nicht kerzengerade einspannt, sondern dass es einen leichten Winkel nach vorne gibt. Dadurch ist der Schnitt wesentlich wirtschaftlicher und das Sägeblatt, das hält auch wesentlich länger, als wenn es gerade stehen würde. Prinzipiell eine sehr, sehr coole Maschine, mit der man wirklich auch sehr exakt arbeiten kann. Es gibt hier auch verschiedene Sägeblattstärken. Ich habe mir jetzt hier 1,5 mm Sägeblätter gekauft und 2,5 mm Sägeblätter. Die haben jeweils eine Dicke von 0,5 mm, also da kann man schon schöne, saubere Schnitte machen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob es da jetzt auch noch dünnere gibt, aber das ist auch der nächste Punkt. Für wen ist diese Maschine interessant? Also ich glaube, es gibt ja Leute, die machen ganz, ganz filigrane Geschichten, die sägen da wirklich so Millimeter kleine Objekte aus. Und ich würde fast behaupten, dass diese Säge eher nicht dafür geeignet ist. Da gibt es andere Sägen, die auch weniger vibrieren, mit denen man auch viel, viel filigranere Sachen macht. Würde ich jetzt mal behaupten, also wenn ihr da irgendwie anders informiert seid, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich kann nur das sagen, was ich davon halte.
Ja, das war's auch schon. Diese Folge ist jetzt hiermit auch abgeschlossen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei euch und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank.